Moin Moin Leute, das Thema der Woche ist Trans-Promis, Trans-Vorbilder und ja, also Vorbilder sind ja Menschen, bei denen wir versuchen genauso zu sein wie sie, beziehungsweise ihnen nachzueifern, um ja vielleicht so zu werden wie sie. Ist gar nicht so schlecht, Vorbilder zu haben, aber man sollte immer schauen, dass man auf jeden Fall seinen eigenen Weg geht und sich vielleicht nicht zu sehr oder nur nach diesen Menschen richtet. Also meine Vorbilder und Trans-Promis, die ich so verfolge, sind natürlich Balian Buschbaum. Über den lässt sich natürlich streiten, aber es steht zweifellos fest, dass Balian Buschbaum einer der Männer ist, der auf jeden Fall für Aufklärung sorgt in unserer Gesellschaft und auch immer präsent ist. Ich sag mal so, er kann ja nichts dafür, dass er jetzt vielleicht den Eindruck vermittelt, übermännlich zu sein. Also nicht jeder Transmann wird irgendwann so perfekt aussehen wie er, das ist ganz klar. Aber dafür kann er ja nichts. Er hat einfach sehr viel Glück gehabt und ich denke auch durch seinen Sport sehr viel erreicht, dass er so aussieht, wie er aussieht. Und ich finde an seiner Meinung nichts verkehrt. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass er immer für Aufklärung sorgt in der Gesellschaft, immer präsent ist, da ist und auch immer offen zur Verfügung steht, wenn, ich sag mal, uninformierte Leute Fragen haben. Und klar, also das halte ich ihm auf jeden Fall sehr zugute. Das ist sehr wichtig, dass man das immer macht und ich wünsche mir einfach, dass es mehr Transmänner und Transfrauen gibt, die offen dazu stehen, beziehungsweise offen leben und auch für Aufklärung sorgen. Natürlich kann ich es auch verstehen, wenn es Menschen gibt, die Stealth leben wollen und deshalb vielleicht nicht so präsent sind in der Öffentlichkeit. Aber dadurch, dass er ja eben auch eine Sportkarriere sein eigen nennen kann, sag ich mal, war er natürlich auch immer präsent und weiß, wie er mit den Medien umzugehen hat. Und deswegen finde ich seine Arbeit auf jeden Fall sehr gut. Also ich mag Balian Buschbaum und auf jeden Fall sollte man sich an ihm ein Beispiel nehmen, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Weitere Trans-Promis, sag ich mal, ist natürlich Kim Petras, gerade für die Trans-Frauen. Kim war ja eine der ersten Trans-Frauen, die, also die jüngste Trans-Frau, die, ich glaube, eine komplette geschlechtsangleichende OP gehabt hat. Ist auch sehr präsent hier auf YouTube. Auch eine tolle Frau auf jeden Fall, was Musik angeht und auch was Aufklärung angeht. Finde ich sehr gut, was sie macht. Ist eigentlich auch ganz so sympathisch, wie ich das beurteilen kann. Ich verfolge sie jetzt nicht so intensiv wie zum Beispiel Balian Buschbaum. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Frau und ich denke auch für viele Transfrauen oder insgesamt Transmenschen sehr hilfreich. Was ich auf jeden Fall sagen kann, meine absoluten Vorbilder sind auch Leute, die nicht unbedingt permanent präsent in den Medien sind. Unter anderem natürlich alle YouTuber, die hier einen eigenen Channel haben und mit monatlichen Updates die Leute auf dem Laufenden halten, immer wieder Neues sagen, Tipps geben, Tricks verraten, wie zum Beispiel das Passing erleichtert werden kann oder Outing-Tipps geben. Viele sind ja auch behindert bei dem Outing, wissen nicht, wie sie es machen sollen und ich denke, da helfen ganz, ganz viele Leute hier auf YouTube weiter. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, um nur ein paar zu nennen, natürlich der Noah, der hat einen eigenen Kanal, Setting Noah Free heißt es. Den verfolge ich seit dem ersten Tag mit. Und ich finde ihn ganz, ganz grandios, super sympathisch und einfach auch ein ganz toller Kerl. Auf jeden Fall, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren. Es lohnt sich definitiv. Ist, wie gesagt, sehr sympathisch, sehr offen, sehr, sehr hilfreich. Und ja, wenn ich ihn auch super gern mag, ist der Leo. Der hat auch einen eigenen Channel. Ich poste die Links einfach alle hier drunter und dann könnt ihr schauen. Ach, ich finde so viele Menschen sympathisch, ich kann nicht alle nennen, aber auf jeden Fall die Jungs von Mr. Think Queer, sofern ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, abonniert ihn unbedingt. Sehr, sehr viele super sympathische Jungs dabei.
Wen verfolge ich noch so? Ich verfolge auch ganz, ganz viele Leute in Amerika und in England mit. Ja, ist immer ganz wichtig, die Leute auch zu unterstützen, weil sie aus meiner Sicht ja auch uns unterstützen mit Tipps, Tricks und allem Möglichen. Ja, ansonsten, ich finde es generell total toll, wenn Menschen so offen im Internet darüber sprechen können. Deswegen sind einfach alle Leute, die regelmäßig bloggen oder jetzt auch unabhängig von YouTube irgendwie zu dem Thema was veröffentlichen, eine ganz, ganz große Spitze auf jeden Fall. Also ich kenne auch bei Facebook einige Leute, die halt jetzt keinen eigenen YouTube-Channel haben, aber die einfach die Leute immer wieder mit Informationen versorgen, und das sind auf jeden Fall Vorbilder, weil sie sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch für andere einsetzen und immer wieder dabei sind, irgendwie für, ja, Leute, die noch ganz am Anfang stehen, irgendwie Beine zu besorgen oder Internetadressen preisgeben, Videos teilen und all sowas. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Menschen da draußen, die immer wieder bemüht sind, was für die Community zu tun und auch für Leute, die vielleicht der Hilfe bedürfen, etwas zu tun. Also deswegen, ich merke, ich wiederhole mich schon wieder, aber es ist, gibt einfach so viele tolle Leute da draußen, die ich gar nicht alle sagen kann und nennen kann mit Namen. Ja. Ich hoffe, sie fühlen sich an dieser Stelle trotzdem angesprochen. Soweit von mir zum Wochenthema. Jo. Wir sehen uns nächste Woche wieder und habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.